Herzlich willkommen zurück in der nächsten Folge von Arno. Wir sind hier immer noch, oder ich bin hier immer noch über unserer Hauptinsel, über unseren nicht laufenden Atomkraftwerken und wollte mich gerade darum kümmern, die wieder ans Netz zu kriegen, ans Laufen zu kriegen. Sind meine Materialien mit dem mittlerweile mal fertig? Was ist denn los, ey? Ich kann nicht mal mehr sprechen. Ein Uranbohrmeißel habe ich noch. Warum hast du die Ocelot ans Arsch der Welt geschickt? Genau darum. Einfach so, es gab dafür keinen spezifischen Grund. Das kann noch dauern, bis das alles mal durch ist hier. Kümmere ich mich erstmal ums Werkzeug. Das war gerade das Letzte, was ich in der Folge hatte. Wir haben so viele Lizenzen. Ich frage mich immer noch, wo unsere ganzen Bilanzen hin sind. Registriere Energieknappheit. Der Ragi. Wir hatten noch 5000 oder so. Unser was? Unsere Bilanzen? Ja, wenn du 5000 oder 7000 oder noch mehr von Aktienhandel bekommst und das jetzt nicht mehr hast. Suchen Sie meinen Rat. Dann, naja. Was ist denn da? Eine kleine Gefälligkeit untergeschickt. Machen Sie es kurz. Stehen gut im Kurs. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Interessiert mich. Wollen wir ja sehen. Wir brauchen auch noch den ganzen scheiß Lifestyle, ne? Ja, mit Zukauf machen wir übrigens gerade wieder ein bisschen Geld, ne? Übrigens, wir haben Minusenergie von fast 200 auf der Hauptinsel. Huch! Ich hab dir gesagt, das fällt noch! Du hast gerade erst an... Nein, von wegen mit wieder Geld. Du hast gerade erst angefangen und wir machen jetzt schon 600 Gewinn mit ihm. Tja, siehste? Warnung. Produktion gestoppt. So, ich brauche mal ein bisschen Werkzeug. Und auch Bauzellen. Und zwar da unten, und zwar schnell. Wie sieht's aus mit Kohle? Haben wir noch genug, sehr schön. Weil ohne Werkzeug kann ich da nichts machen. Das Schiff kann hier auch nicht wirklich viel machen. Ach, das ist die Ocelot. Jetzt wolltest du die schon wieder klauen. Oh Mann. Stell mir die doch nicht so direkt vor die Nase, dann will ich sie mir immer direkt mitnehmen. Ah. Boah, ist das Ding langsam, wenn's voll beladen ist. Aber die hat auch Motoren, das sind aber die kleinen Hilfsantriebe. Hm, vielleicht wird in dieser Folge oder in der nächsten Folge die Konzernzentrale fertig sein. Ja, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Und dann werden wir auch ein bisschen mehr Bilanz wieder kriegen, weil wir hier die ganzen scheiß Finanzzentren und Casino abreißen können. Ja. Wobei die Casino machen nur eine Bilanz von minus 5 und die Konzernzentralen von minus 50. Das wäre insgesamt 240. Immerhin. Nein, 220. Oh mein Gott, dauert das lange, bis hier unten mein Schiff ankommt. Gefällt mir überhaupt nicht, dass unsere Atomkraftwerke gerade nicht laufen. Die Backup-Energie wird nämlich nicht ewig halten. Da muss ich gleich unbedingt mal gucken, wie lange die jetzt noch Kohle hat. Ein gutes Drittel von unserer Kohlereserve ist nämlich schon verbraucht. Muss gleich mal Kohle fahren. Mach ich gleich als nächstes eben Baumaterial. So, jetzt kann ich auch wieder alles anmachen. Zack. Stahl auch. Zack. Dann brauche ich jetzt erstes ein Kraftwerk. Ach Mann. Gerade das. Wieso die Epsilon, die ich gerade losschicken wollte, du kleiner Sack, ey. Weil es Tor ist. Weil es Tor ist. Genau darum. Solltest du sie noch mittlerweile kennen. Ah. Vielleicht schmeißt er die Hälfte wieder in den Hafen rein. Den Scheiß will ich nicht. Weil der scheitert. Muss ich eben warten, bis der komische Karren mit der Kohle da ankommt, bevor ich den Feldweg da abreißen kann. Fahrt doch mal schneller. Ich könnte ja mal Schnellstraßen dahin bauen. Dieser Bub, ey, ne? Dieser Bub. Mein Gott, der ist als Kind halt oft auf den Kopf gefallen. Wir brauchen Stahl unbedingt, weil sonst wird das mit der Konzernzentrale dann nichts. Ja, dann solltest du vielleicht mal welchen produzieren. Du hast die Produktion vorhin lahmgelegt, nicht ich. Nimm die Ascension und schick da mal was hin. Tu dir keinen Zwang an. Du hast ja die ganzen Schiffe annektiert, deswegen... Ey, ich benutze sie auch. Ist ja nicht so, dass ich die mir hier nur hinstelle, weil ich sie schön finde. So, du kannst die auch auf Handelsrouten schicken. Nein! Auch! Nein!
Entervorgang gescheitert. So, jetzt gib mir das Zeug wieder. Hier, friss. Und hau ab. Registriere Energieknappheit. Ja, Kuckuck. Kraftwerk läuft gerade an. So, dann sollten wir hier jetzt endlich anfangen, vernünftig und effizient zu produzieren. Hoffe ich doch mal. Hatte ich hier nicht noch irgendwo ein nicht angezapftes Mineralienvorkommen? Ne, hatte ich nicht. Ich habe alle angezapft. Okay. Gut, dann bauen wir jetzt hier so schnell ab, wie es geht. Ah, es fährt wieder ein Schiff von Sukhov. Wow. Boah, Krieg gegen Sukhov könnte ein bisschen blöd werden. Wieso? Weil er uns dann kein Geld mehr verdient? Verschwinden Sie, bevor Sie ins Schussfeld kommen. Wo ist mein Schiff? Die Ocelot hast du da gerade versenkt. Wo ist denn mein Schiff, was ich da hingeschickt hatte? Das habe ich genommen, um Stahl rüber zu schippern. Oh, und dann im Hafen liegen lassen. Ich habe den gerade erst abgelegt. Und hast natürlich keine Kohle mitgenommen. Abgelagert habe ich den da nur. Hättest ja wenigstens mal Kohle mitnehmen können. Nee, von wegen könnte fies werden, wenn wir ein Schiff von ihm versenken. Ja? Also diesen Tanker. Dann gibt eine Ölpest. Ja, hatten wir das nicht schon. Hat die Insel eigentlich bei Thor eigentlich immer noch? Ja, so die hat immer noch eine Ölpest. Er wird sie auch nicht wegmachen. Aber oh Gott, der Bub, ey. Der letzten Jahre ansehe, bekomme ich Angst. Ja, Angst, wir machen gerade nur Minimalgewinn mit Zukov. Aber haben. Wir machen Gewinn. So what? Da ist ja das Schiffchen. Dann nehmen wir mal glatt ein bisschen Kohle mit. Eine so eine schöne Schiffsladung Kohlen, damit da oben auch wieder alles läuft. Hier ist eine Endurance. Mit Kalkbaumeißel und Uranbaumeißel. Die wartet auf die restlichen Items, deswegen liegt die da noch vor Anker. Registriere Zwischenfall. Forschungslabor evakuiert. Oh, Leute. Nicht schon wieder. Was könnt ihr eigentlich? Brot kann schimmeln. Was kannst du? Fahren wir mal erstmal da. Auch schimmeln. Bist du sicher? Ja. Ach da. Eine Erkundungs. Die Kohlen hier abladen. Das ist nicht wirklich viel gewesen, ich merke schon. Erzählen Sie. Ist die Sache erledigt? Sehr gut. Ich werde Sie wieder engagieren. Wir haben Rohöl bekommen. Yeah! Das ich jetzt verkaufe. Wir haben doch kein Öl. Weil wir jetzt gehandelt haben, mit Sukhov haben wir einen Ruf plus bei Dings gekriegt. Bei Dings? Warnung. Bei Thor. Okay. Thorn. Nicht Thor, sondern Zorn. So, unser Kalkvorkommen sollte sich dann jetzt auch gleich wieder beruhigen. Wieso ist die Kalypso nicht mehr auf Touren? Weiß ich doch nicht, weil Auftrag abgeschlossen oder nicht, oder? Achso, die ist auf Touren. Ich hab das nur nicht gesehen, dass sie gerade angedockt hat. Ich hab nicht gesehen, dass sie angedockt hat. Bei den ganzen Grün, was hier ist. Wieso, die Atalanta, die nimmt doch Kohle und schickt sie rüber. Aber nicht genug. Weißt du, was wir für einen Verbrauch haben? Alter, wir haben erst eine Tonne Stahl. Der braucht lange, bis der fertig ist. Ach, die Atalanta, die schickt den Stahl da ganze Zeit hin. Ah, okay. So, jetzt gucken wir doch mal. Brennstäbe, wir haben wieder ein paar. Kann ich also gleich auch endlich mal wieder welche holen? Dann nehme ich mal die Eskensen. Mach dies. Und hol mir mal ein bisschen Beton. Die Insel eigentlich so grün. Welche Insel? Wo unser Viehzeug und so alles ist. Warum nicht?
Lockebilanz von null, weil wegen Produktivität und so. Ich bin einfach viel zu nachsichtig. Ach, er wollte uns wieder den Krieg erklären. Oh, so ein Ärger, dass er das nicht konnte. Das tut mir ja leid. Fast schon ein Dafür bisschen. Hat er 6000 als Entschädigung gekriegt. Er tut mir trotzdem total leid. Nicht. Oh, wir haben hier auch keine Brennstäbe mehr. Ich muss unbedingt ein Brennstabschiff gleich fertig machen. Haben wir sowas mittlerweile? Ich glaube nicht. Haben wir eigentlich noch... Nein. Haben wir irgendwo eine Insel, wo wir ein bisschen Dings verkaufen können? Was? Hightech-Waffen. Wir haben im Moment, glaube ich, keine über. Du hast die Hightech-Waffen also abgerissen irgendwo? Nein, ausgemacht. Wir könnten sie produzieren, aber sie sind im Moment aus. Weil ach, wir haben 128 auch... Tonnen. Hm? Ja. Wie viel Kohle ist noch auf der Hauptinsel? Das ist im Moment so das Wichtigste. Wenn uns da nämlich die Kohle ausgeht, dann haben wir ein Problem. Weil das hält unsere Insel gerade am Kacken. Das ist nicht gerade förderlich für unsere Umweltbilanz, das ist klar, aber naja. Ich schicke gerade ein paar Schiffe mal weg. Oh, was? Machen wir gerade Minus? Wir machen Minus mit Sukhov! Wie? Ja. Wie ist das möglich? Nicht alles ist Gold, was glänzt, ne? Aber er ist doch unser Buddy, er kann das doch. Ach du Scheiße! Was? Warum sagt dazu niemand was? Wozu denn? Zu der Epidemie hier. Oh, Scheiße. Was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße. Riesenepidemie. Die ganze Stadt ist einfach nur kaputt. Huch, ich habe mich gerade irgendwie in die Baustelle reingebackt. Naja. Registriere Energieknappheit. Oh. Was? Achso, ja, wir haben noch ein Kraftwerk in Reserve, alles ist tutti. Hau rein. Nur weil ich eine Atomraketenabschlussbasis gebaut habe. Ey, was erwartest du? Wir haben gerade Backup-Energie. Sei froh, dass überhaupt noch was funktioniert. Sind Sie hier richtig? Sie sind also fündig geworden. Wie? Wir sind im Geschäft, was das gemacht? Geld verdient. Sonst nichts weiter. Nur ein bisschen Geld verdient. Energieversorgung mangelhaft. Gut, ein Schiff brauche ich bitte hier. Und das andere Schiff. Womit konnte man noch gut Geld verdienen? Achso, du hast die Dings verkauft. Carbon und Kerosin. Wollte ich gerade machen. Okay, dann mache ich eben die. Ja, weil die Lager voll waren. Die Hightech-Waffen. Immer genutzt. Dann verkaufe ich eben die Hightech-Waffen. Ja, mach das. Ich habe unsere Überproduktion halt gerade mal einfach ausgenutzt. Wir brauchen das Geld. Wir haben noch 200.000, was ist los mit dir? Also wir waren schon wesentlich kritischer. Der Bevölkerung ach, jetzt sagst du das. Jetzt doch nicht. Was denn, ist noch mehr dazu gekommen? Nein, es ist in einem anderen Stadtviertel. Ich fahre mal eben erst zur Hauptinsel, bevor ich mich um den Rest kümmere. Da kommt jetzt erstmal was an. Meine Fresse, nee, was für eine scheiß Zombie-Plage. Was hast du denn? Das Zombie-Virus hat doch noch nichts gemacht? Doch. Die dezimiert unsere Einwohnerzahl. Ach was, das geht doch gleich wieder aufwärts. Sagst du. Vor allem ist unsere Insel grau, das gefällt mir gar nicht. So, ich habe mal die Steuern wieder ein bisschen hoch gemacht. Ja, und ich habe das Programm gewechselt, damit sind wir jetzt nur noch 200, 300 im Minus und nicht mehr 1300. Aber jetzt so. Sind die Leute alle ausgezogen. Hier. Wir haben wieder gleich Brennstäbe auf der Hauptinsel. Wir haben gleich wieder Energie. Das war jetzt erstmal wichtig, damit wir unsere Backup-Kraft wieder ausschalten können. Die uns auch Geld kostet. Ja, nicht zu knapp, deswegen ja. Das muss langsam mal wieder in geregelte Bahn. Vor allem, weil auch die Ökobilanz scheiße ist und durch scheiße Ökobilanz zahlen die Leute weniger. Gar kein Strom wäre aber noch schlimmer. Übrigens ist hier vorne auch wer krank. Kümmerst du dich da drum? Wir sind im Geschäft. Zwei Häuser sind krank im Tycoon-Viertel. Mach ich doch. Wo denn? Wo ist denn dein Krankenhaus? Die sind doch alle relativ weit weg, aber... Ja, nö, gut, decken noch ab. Decken noch ab. Das deckt noch ab, ist okay. Ja. Aber es sind jetzt schon zwei. Gerade war es noch nur einer. Es breitet sich aus. Ja. Das braucht halt seine Zeit. What the fuck? Minus 133?
Was? Auf der Ölproduktionsinsel. Ja, weil da auch keine Brennstäbe sind. Die kommen Arno. Gleich. Produktion gestoppt. Eisenschmelze. Ist ja, auch, wir haben kein Eisen. Ja, ist auch in Arbeit. Kommt, sobald ich die Kohle auf der Hauptinsel habe. Ich habe nicht mehr Schiffe gerade. Da ist das Schiff mit der Kohle. Wir haben übrigens nur noch 80 Tonnen Kohle auf der Hauptinsel gehabt. Das war jetzt auch eine knappe Nummer. Raketenabschussbabel. So, wieder unsere Kohlereserven hier auffüllen. Das ist ganz wichtig, dass wir die wieder haben. Hat man ja gerade gesehen, wie schnell das gehen kann, dass wir mal einen Moment überbrücken müssen, wo wir keine andere Energiequelle haben. Guck dir mal die beiden Trimaraner an, die gerade zu unserer Eiseninsel fahren. Hä? Was da an Bord ist. Eisen. Eisen. Tonnenweise Eisen. Und wir haben noch viel, viel mehr. Das ist jetzt einfach nur so das, was ich gerade mal da habe. Was ich transportieren kann. So, die Produktion müssten instant wieder anlaufen. Wir brauchen echt... Ah, die Burger fallen wieder. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Zumindest nicht zeitgleich. Schmuck. Und Pharmazeutika. Verlust das, von 10.000 gemacht. So boah. Sukov, du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich zutiefst. Dafür, dass es so gut angefangen hat. Aha. Direkt mit dem Gewinn. Die Rüstungsindustrie boomt. Da lohnt sich die... So. Gucken wir mal, wie das da jetzt läuft. Ob der Herr das besser hinkriegt. Ey, im Moment ist es nur eine Nullnummer. Habe ich hier noch irgendwo ein Schiff liegen? Gerade nicht im Moment, ne? Aber ich kann mir hier gleich wieder bestimmt Brennstäbe schnorren. Was? Wieso sind hier keine Brennstäbe? Wie langsam produziert ihr denn? Und Uran ist hier auch nicht. Boah, Alter. Wir brauchen mehr Brennstäbe. Eisen ist soweit alles da. Wir Sie produzieren haben ihre also Fähigkeiten wieder. Eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Komm, die können auch wieder einziehen. Hey, die Forderung unserer Bevölkerung ist erfüllt. Solchen Gefahr ist eingedämmt. Yay! Ich kann schon mal anfangen, Kraftwerke abzuschalten. Du kannst wahrscheinlich auch bei dir oben bei den Techs die Krankenhäuser abschalten, schon mal zum Teil. Abschalten? Die werden abgerissen. Oder so. Mir doch egal. Die Texte werden sowieso irgendwann mal auf eine andere Insel umgesiedelt. Oh ja, sobald wir eine andere passende Insel gefunden haben. Damit die Tycoons da Platz haben, sich auszubreiten. Ich fahr mal eben eine Rutsche Burger mindestens holen. Während Teragi Probleme hat, zu sprechen. Nicht nur du. Wir haben keine Schiffslizenzen mehr, wir brauchen mehr Schiffslizenzen. What? Was what? Alter, wir haben die ja ausgereizt. Aber wir sind übermäßig ausgereizt. Fällt dir ja früh auf. Wie hast du das geschafft? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit dem Bau von dem Containerschiff. Ha. Mein Schiff drüben? Yep, ist es. Ich wollte gerade den Burger Express anschmeißen, aber irgendwie ist hier... Nix für Burger Express. Ich kann hier nichts holen, es ist nichts da. Ich brauche mehr Schweinefleisch. Das ist jetzt blöd. Wo sind denn die komischen Burger? Da, ich brauche Schweine. Ich brauche mehr Schweine. Burger? Ja, die Schweine, die Burger. Du weißt, wen ich meine. Oh, wir haben eine Raketenabschussbasis. Wir sind zu KLOK. Puh, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn unsere Schweinezucht jetzt nicht mehr ausreicht. Wir brauchen echt Kohle. Ja, wir brauchen vor allem auch Strom hier oben und alles Mögliche. Das ist gerade echt nicht schön. Die Insel hat ja gar nichts hier. Hä? Oh, das Eisenvorkommen dieser Insel ist fast ausgeschöpft. Mir doch egal, wen interessiert's? Auf Iron Gate. Wen interessiert's? Auf Iron Gaten. Dammit, das passt nicht. Ah! Ja, nächste Folge wird das wahrscheinlich eher fertig sein. Wobei wir mehr Stahl verbrauchen, als wir produzieren können.
Ja, ich habe ja auch gerade die Stahl- und die Eisenproduktion erstmal wieder hochfahren müssen. Die war ja ein wenig eingeschläfert. Ja. Lief ja nur so irgendwie auf Sparflamme vor sich hin und du hast ja auch ganz schön drin geräubert. Ich? Gar nicht. Nein, du hast ja überhaupt nicht die Eisenproduktion komplett ausgeschaltet, weil du ein bisschen Eisen haben wolltest, ne? Nein. Wovon redest du? Ich weiß auch nicht. Muss ein Paralleluniversum gewesen sein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon ich spreche. So, was macht ein Sukkow? Tor. Dinge. Immer noch eine Nullnummer. Aber die Folge ist auch zu Ende. Ich weiß. Kümmere mich nur gerade darum, dass wir hier eine etwas höhere Schweinefleischproduktion kriegen, damit wir ein bisschen mehr von dem Zeug, von den Burgern wieder haben. Aber irgendwie funktioniert das gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. So, fahr da rüber, schnell. Wir haben jetzt über 500 Energieüberschuss auch wieder hier drüben. Das heißt, ich kann die restlichen Kraftwerke noch eben abschalten. Mangelhaft. Oh. Oder auch nicht. Oh. Wir haben wieder Energieknappheit. Das ist blöd. Auch auf der Hauptinsel. Ja, das ist blöd, sag ich doch. Ja, die sind noch nicht ganz hochgefahren. Na gut, dann, ja gut. Was haben wir jetzt eigentlich größtenteils gemacht? Wo gehe ich denn jetzt mal für den Endscreen hin? Keine Ahnung. Ja, Abschussbasis. Ich würde mal sagen, ich gehe mal über unsere Backup-Klamotten hier oben. So, ich würde mal sagen, bei mir lag das größte Augenmerk die ganze Folge eigentlich über auf Energie und Infrastruktur. Modul hauptsächlich. Abgeschlossen. Lass die Pause Modul nicht an. Weil ich nicht auf P gedrückt habe? Ich habe P gedrückt. Hallo? Ich habe zeitgleich drauf gedrückt, mal wieder. Ist ja nichts Neues. Naja, aber ich habe mich gerade, wie gesagt, hauptsächlich darum gekümmert, dass A, die Energie wieder fließt. Das funktioniert jetzt halbwegs. Wir haben jetzt ein paar mehr Brennstäbe. Das sollte kein Problem mehr sein. Und etwas um die Burger mich gekümmert. Weil wir halt zu wenig haben. Definitiv, unsere Produktion kommt nicht hinterher. Ich hoffe mal, das wird jetzt besser. Und ich muss auf noch ein paar Inseln auf jeden Fall die Energie das nächste Mal ausbauen, weil wir haben immer noch zu wenig Energie. Und ich eidel rum. Ja, du eidelst rum, du kannst gleich auch anfangen, dann ein bisschen auszubauen, aber langsam, bitte. Keine Bevölkerung, keine Kriegsvorbereitung, kein Krieg. Doch, eigentlich Kriegsvorbereitung schon, du hast eine Abschussbasis gebaut letztes Mal. Gerade. Ja, oder gerade, wie auch immer. Na gut, wir sind hier erstmal wieder raus, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.